select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Marius, dritter Spieltag, ihr seid ein bisschen gebremst worden bei euren Siegen. Ein attraktives Spiel für die Zuschauer, für euch leider das Nachsehen. Wie hast du das Spiel erlebt und gesehen? Ja, kann man so sagen, für die Zuschauer attraktiv, für uns weniger erfolgreich, wenn man 3 Tore auswärts schießt und dann 5 bekommt. Es ist ärgerlich, wir verlieren 5-3. Meiner Meinung nach, das 5-3 zähle ich eigentlich gar nicht mehr. War ein Konter, weil wir zum Schluss alles versucht haben, nochmal aufs Unentschieden zu spielen. Und ja, ist schade, weil die Jungs waren echt gut drauf. Jetzt heißt es nächste Woche, die Jungs aufpäppeln. Und dann geht's ins nächste Spiel. Du hast diesen Sommer gewechselt zu Langensteinbach, bist von Spielberg gekommen, hast einiges an Verstärkung mitgebracht. Ja, wie hast du dich jetzt in deinem neuen Verein eingefunden und was denkst du, was du bisher bewegen konntest und was hast du noch vor zu bewegen? Ja, also bewegen wollen wir einiges im Trainerteam. Ich wurde super toll aufgenommen in Langensteinbach. Es ist ein sehr, sehr, sehr familiäres Verhältnis, was mir auch total liegt. Und ich auch wirklich so ein Mensch bin, der so das familiäre Umfeld braucht. Ob ich meine Arbeit gut mache, denke ich, sollen andere beurteilen. Also ich fühle mich total wohl. Ich weiß, dass die Jungs mich gut annehmen. Oder das Trainerteam mit dem Nils Lüttke und mit dem Stefan Langer zusammen. Aber ja, trotzdem im Großen und Ganzen. Ein top geführter Verein mit top 3 Rasenplätzen. Es bewegt sich einiges dort. Ja, ich habe es gerade kurz angesprochen. Du hast einiges an Verstärkung mitgebracht. Einige für die Landesliga gesehen ziemlich hochkarätige Spieler. Was habt ihr euch vorgenommen? Ja, wir haben eigentlich nicht direkt ein Saisonziel ausgegeben. Durch das, dass die letzte Saison bei Langensteinbach oder bei uns nicht so erfolgreich verlief, wollten wir einfach schauen, dass wir wirklich sehr gut aus den Startlöchern kommen. Einen attraktiven, einen wirklich schönen Kurzpass-Fußball, auch wirklich abwechslungsreich spielen wollen. Das gelingt uns auch meiner Meinung nach auch sehr gut, auch heute. Nur ist es halt ärgerlich, dass unterm Strich halt jetzt ja die Niederlage dasteht. Zu den Verstärkungen. Es waren ja auch schon sehr, sehr gute Kicker hier. Und von dem her, jetzt heißt es in den nächsten Wochen, ja, oder was uns auch in der Vorbereitung gut gelungen ist, ein gutes Team zu bilden, auch das interne Gefüge zu stärken. Und ja, dass wir eine gute Mannschaft haben, das weiß ich. Jetzt heißt es nur halt erfolgreich weiterzuarbeiten. Nächster Gegner, Bretten. Wie werdet ihr versuchen, dann erfolgreich zu sein? Auf jeden Fall wieder offensiv agieren. Wir spielen guten Fußball. Wir spielen auch einen guten Fußball, wenn es in der Offensive ist. Bloß was halt ja, unsere Jungspunde ab und zu ein bisschen vernachlässigen, ist die Defensive. Aber wir spielen unseren Stiefel runter. Unseren positiven Stiefel, was damit gemeint ist, also nicht negatives. Und ich denke, dass wir nächste Woche ja allen wieder zeigen, dass wir zu Recht da oben stehen. Und dann schauen wir einfach, was nach 90 Minuten dasteht. Marius, dann danke ich dir vielmals für das Interview. Wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.